Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo des Wiener Bildungsservers. Heute zum Thema Medienkompetenz mit der Definition nach Dieter Parke. Medienkompetenz umfasst bei Dieter Parke vier teilweise ineinandergreifende Pfeiler. Im eher theoretischen Bereich angesiedelt sind die Medienkunde und die Medienkritik und im praktischen die Mediennutzung sowie die Mediengestaltung. Die Medienkunde umfasst auf der einen Seite das Wissen über Medien, deren Verfügbarkeit und deren Nutzbarkeit und auf der anderen Seite die Fähigkeit, sich anlernen zu können, wie Medien bedient werden. Medienkunde kann und soll vermittelt werden. Medienkritik. Damit meint Parke nicht grundsätzlich Medien zu kritisieren, sondern die Fähigkeit, kritisch hinterfragen zu können, wann welches Medium sinnvoll eingesetzt werden kann, aber auch welche Qualität Medien haben und ob diese für mich ausreicht. Medienkritik soll, wie die Medienkunde, unter anderem durch die Schule vermittelt werden. Mediennutzung. Medien aktiv nutzen zu können, also zum Beispiel ein Buch lesen, einen Film ansehen oder das Internet nutzen zu können und den angebotenen Handlungsmöglichkeiten folgen zu können, zählt für Dieter Parke dazu. In weiterer Folge zählt auch dazu, selbst tätig werden zu können, also einen Fotoapparat bedienen oder zumindest theoretisch ein Buch schreiben zu können. Bei der Mediengestaltung ist Parke das Moment der Kreativität sehr wichtig. Medienkompetente Menschen sollen ein Mediensystem weiterentwickeln oder innovativ nutzen, aber auch kreativ verändern können. Maßgeblich für die Entwicklung von Medienkompetenz ist die Auseinandersetzung mit und über Medien. Medienkompetenz ist für Parke ein Bestandteil grundsätzlicher kommunikativer Kompetenzen. Es geht für ihn nicht nur darum, ein Medium nutzen zu können, sondern es in seiner Gesamtheit erfassen und in den Nuancen reflektieren zu können. Sowohl praktisch als auch theoretisch. Das war der Versuch einer einfachen Erklärung der Definition von Medienkompetenz nach Dieter Parke.